Ja, da ist mir aufgefallen, guck mal, für Frauen, die ein gewisses Alter erreicht haben, gibt's ja diese ganzen Mutmach-Zeitschriften, die Es ist noch nicht zu spät Magazine oder letzte Hoffnungsblätter. Und die heißen nicht etwa Altweibersommer, die graue Amazone oder Schwestern von gestern. Nein, die heißen zum Beispiel Brigitte Woman. Ja, und in der habe ich jetzt neulich geblättert, beim Friseur. Und da ist mir aufgefallen, die Brigitte Woman, ja, die ist ja für Frauen ab 40, aber die Frauen, die da abgebildet sind, die sehen irgendwie alle schon aus wie 70. So, und ich lese in der Brigitte Woman, da gibt es einen Artikel mit der Überschrift Sex ab 50. Und der beginnt mit dem dramatischen Appell: Geben Sie Sex nicht auf, auch wenn er sich verändert hat. Ich habe geschlappt gelacht, ja, weil ich dachte, die meinen, geben Sie Sex nicht auf, auch wenn er, der Mann, sich verändert hat. So war es. So, ich lese jedenfalls in diesem Artikel von Sextipps, die Frauen ab 50 helfen, weiter Spaß im Bett zu haben. Ja, da war ich natürlich neugierig. So, und es kommt eine Expertin zu Wort, eine Tantra-Expertin, eine gewisse Vanessa. Frau Vanessa Del Rey. Kennt ihr die? Und die erklärt, wenn die Gelenke schmerzen, empfehle ich Stellungen, bei denen beide Partner liegen. Da liege ich doch auch sehr viel entspannter als stehen. Oder vom Kleiderschrank springen. Oder mich wie die Schubkarre durch den Flur schieben. Empfiehlt Ausstellungen, bei denen weder die Beine gespreizt noch die Gelenke verdreht werden. Gelenke verdreht? Vanessa, hat wieder nur alles in Ordnung? Oder habt ihr Spaß dran, eurem Sexualpartner die Gelenke zu verdrehen? Gerade in dem Alter, wo schon viele die künstlichen Hüftgelenke haben. Gelenke mal aus der Pfanne. Du kriegst sie alleine nicht. Und dann liegst du da. Maximal gespreizt. Im Horizontalspagat. Und dann kommen die Sanitäter. Stell dich auf die Pritsche. Schieb dich in den Rettungswagen. Und kriegen die Tür. Ja, sorry, wenn es gleich ein bisschen zieht, aber wir müssen offen fahren. Heilige Vanessa, hilf! Und Vanessa, hilf! Für solche Fälle empfiehlt Vanessa die gelenkschonende Seitenstellung, die Löffelchenstellung oder auch die Budapester Beinschere. Ja, die kenne ich jetzt auch nur aus der Beschreibung. Bei der Budapester Beinschere liegt das Paar voreinander. Mir steht da nicht. Ich stelle mir das so vor, ja, da liegen die mit dem Bauch zu dir. So, und die sind sie zueinander. Und hinten machen sie so eine Beinschere. Das kann man machen. Aber am besten gefällt mir die abgewandelte Missionarsstellung. Da liegt die Frau auf einem Tisch.
Der Tisch soll dabei gepolstert sein. Und er steht vor ihr. Das sagt Vanessa, sei für beide Partner schonend. Ja. Solange Rainer da nur so steht.